Schweine in Natura zu sehen, muss der Hauptstädter nicht in den Zoo gehen. Spaziergänge im Grunewald haben des Öfteren Begegnungen der besonderen Art. Die Wildschweine, über die Barbara Mansfield berichtet, sind, wie ihr Name sagt, wirklich wilde Schweine. Angriffslustig, aber kamerascheu. Erst beim vierten Versuch gelangen diese Aufnahmen. Die Heerstraße Ecke Moronga-Allee in Charlottenburg, frühmorgens, kurz nach vier. Zwei Bachen mit ihren Frischlingen auf dem Weg zum Kolbepark. Nur wenige Sekunden später sind sie im Gebüsch verschwunden. Schon in den Abendstunden des Vortages kamen diese Wildschweine. Sie suchen nicht nur im Park nach Nahrung. Oft durchbrechen sie die Zäune oder kriechen unterdurch, um an die Mülltonnen vor den Häusern zu kommen oder in den Vorgärten nach Futter zu suchen. Der Schaden, den sie anrichten, ist beträchtlich. Dass die Tiere mit ihren Jungen auf der Straße und in den Parks unterwegs sind, liegt auch an den Menschen, die die Tiere immer wieder füttern, obwohl das streng verboten ist. Normalerweise bleiben die Wildschweine zwar friedlich, aber wenn sie sich bedroht fühlen, und das gilt vor allem für Bachen mit ihren Jungen, gehen sie zum Angriff über. Die Bewohner rund um den Kolbepark haben Angst. Wir trauen uns also hier nicht mehr auf die Straße. In dem Kolbepark traut sich sowieso kein Mensch mehr rein. Und wir gehen auch mit unseren Hunden hier nicht mehr spazieren. Und ist auf der anderen Straßenseite schon eine Frau angegriffen worden, von einem Schwein gebissen worden und hat 2 Monate im Krankenhaus deswegen gelegen. Der Bach ist unberechenbar. Die macht also Drohgebärden, verhält sich auch entsprechend. Und wir können nicht mehr joggen. Und es ist einfach schon langsam nicht mehr schön. Der Zaun bei uns ist kaputt gemacht worden vom Haus. Die Mülltonnen werden umgeschmissen nachts um 1:30 mit großem Lärm. Dass die Wildschweine in den Berliner Wohngebieten unterwegs sind, liegt vor allem daran, dass sie keine Angst vor Menschen haben. Überall in den Wäldern sind Spaziergänger, Radfahrer und Jogger unterwegs. Abschießen kann man die Bachen und ihre Jungen in den Wohngebieten aus Sicherheitsgründen auch nicht. Was will die Umweltverwaltung tun, um das Problem und die Bedrohung für die Anwohner in den Griff zu bekommen? Dass es zu viele Wildschweine gibt, ist nicht neu. Und die Verdopplung der Abschussquote in den Waldgebieten von 500 auf 1000 Stück im vergangenen Jahr hat bisher auch nicht viel gebracht. Ich habe die Förster trotzdem gebeten, weitere Mittel, weitere Methoden zu finden gegen die Wildschweine. Und wir werden in einigen Wochen ein Programm auflegen, wo wir versuchen zu betäuben und auf diese Weise die Bedrohung zu verringern. Ob die betäubten Wildschweine, die anschließend in die Wälder zurückgebracht werden, dort auch bleiben, kann niemand garantieren. Die Tiere sind sehr klug und wissen darum, wo es das beste Nahrungsangebot gibt. Nochmal kurz Informationen mit Michael Flotow.